Mündelheim TV. Online-Fernsehen für Mündelheim. 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 Mündelheim am Rhein. Herzlich willkommen hier bei uns in Duisburg-Mündelheim. Ja, das warme Wetter ist wohl jetzt vorbei. Darum habe ich auch hier eine Jacke an. Ich stehe hier auf dem Gehöf vom Ellerhof bei der Familie Schaumlöffel. In der letzten Woche haben wir hier Erntedankfest bei bestem Wetter feiern können. Und das Erntedankfest ist gut besucht worden. Wir konnten gute Musik hören. Und der Jürgen Schaumlöffel hatte an diesem Tag auch hier noch Geburtstag, seinen 50. Und da hat er sich einen Wunsch erfüllt. Er hat eine niederländische Musikband eingeladen. Und wie gut die war, ja, da können wir gleich mal reinhören. Starten wir einfach mal mit dem Erntedankfest. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zum Erntedankgottesdienst der Evangelischen Auferstehungsgemeinde auf dem Ellerhof hier in Mündelheim. Geburtstag, sondern ich mache eine große Party zur 50. Jubiläum der Taufe, und das verbindet er mit diesem Gottesdienst und dem Fest, das wir gleich rund um diese Scheune feiern werden. Und er Die Holländer, die haben ja wohl Power, ne? Das sah ja wohl gut aus, ne? Die Maiskolben in den Ohren. Also für jeden Spaß sind die Burschen aus den Niederlanden zu haben. Also top, ne? Kann man buchen. Wir sind immer noch hier auf dem Ellerhof bei der Familie Schaumlöffel, und hier wird nicht nur Erntedankfest gefeiert, hier kann man auch Reitstunden nehmen. Ja, hier ist die liebe Jenny und bietet Reitstunden an. Schauen wir uns das mal an. Ja, guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Frank. Prima Idee. Wie kommt man da drauf? Ich habe mir im April diesen Jahres einen Kindheitswunsch erfüllt und mir einen Pony gekauft. Und mein Mann, der hat immer eine Riesenklappe, dass das ja alles so einfach aussieht und kann ja jeder. Also haben wir ihn ganz am Anfang dann mal auf unser Pferd, den Freddy, gesetzt. Der ist aber nicht ganz so lieb und etwas schwierig. Und dann hatte der Freddy direkt die Kiste hochgehoben und mein Mann hatte dann ziemlich Angst gekriegt. Und damit war das Thema dann erstmal wieder durch. Und die Jenny, die hat halt ein sehr liebes Pferd. Und dann habe ich halt meinen Mann überredet, dass er einmal eine Reitstunde auf diesem Pferd, auf dem Gino, nimmt, weil da kann nichts passieren. Ja, und dann haben wir das halt sehr spontan beschlossen. Und wie man sieht, klappt sehr gut. Ja, also ich denke auch. Also die Männer machen sich hervorragend. Merkt man nicht, dass das die erste Reitstunde ist.
oder? Nee, überhaupt nicht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so gut klappt. Na also, ganz einfach. Hat er doch recht gehabt. So ein bisschen in die Matsche fallen wäre auch ganz nett gewesen. Vielleicht kommt er noch. Danke. Bitteschön. Hallo, liebe Jenny. Dürfen wir dich einmal kurz ein paar Fragen stellen? Sag mal, was passiert hier genau? Also das ist unsere erste Männerreitstunde. Endlich haben wir die Männer aufs Pferd gekriegt. Leider kriegen wir das nur im Zusammenhang mit Cowboys. Westernsattel, dann klappt auch bei Männern das Reiten. Und das heißt, andere Männer dürfen sich auch hier melden, bei dir? Natürlich, gerne. Also wir haben im Moment Samstag jetzt eine Männer-Anfängerreitstunde und hätten natürlich noch gern weitere Männer hier. Und die Frauen, denke ich mal, sind da auch ganz entzückt. Okay, also uns hast du eigentlich dabei. Ne? Wir melden uns hiermit offiziell an und dann können wir später noch mal ein paar Bilder zeigen, ne? Wie wir uns gemacht haben. Aber eigentlich sind auch hier die Kinder angesprochen und die Familien, sich bei dir zu melden, korrekt? Genau. Also wir haben eigentlich Familienreiten. Wir sprechen die ganze Familie an, von den Kleinsten ab 4 Jahre. Ich sag mal bis 100, wenn sie noch fit sind. Hauptsache, sie kommen noch auf dem Pferd irgendwie drauf und dann klappt das auch. Und wie kann man dich erreichen? Wie macht man das? Ja, am besten über Telefon, wo ich nie drüber zu erreichen bin. Meine Mutter am besten anrufen oder einfach hier vorbeikommen. Und dann Termin ausmachen und dann geht's schon los. Okay, Jenny, vielen Dank und toi, toi, toi. Ne, die Männer dürfen ja nicht runterfallen, oder? Warum wäre nicht? Schlecht. Warum nicht, ne? Warum nicht? Im Moment haben wir Matsche, dann sieht's wenigstens nett aus. Kann ich mal einer fallen lassen hier? Okay, also die Männer, die üben vielleicht gleich noch zur fortgeschrittenen Stunde das Abrollen, das heißt Abwälzen in der Matsche. Aber vielleicht bleiben sie einfach ganz sauber oben. Also sie haben gehört, sie dürfen sich hier anmelden, dürfen am Reitunterricht hier bei der Jenny teilnehmen. Vielleicht ist es ja was für sie. Bis dahin. Also Hut ab vor den Männern und eine gute Idee von den lieben Frauen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal Hausfrauenreiten. Wir beide, der Klaus und ich, wir haben uns auf jeden Fall angemeldet. Und das zeigen wir natürlich auch hier bei Mündelheim TV. Kreative Geschenke und Blumen. Renate Schmitz, hier in Mündelheim nicht mehr wegzudenken. 10-Jähriges hat sie gefeiert. Und der Bürgerverein Mündelheim hat natürlich keine Blumen mitgebracht zum Jubiläum, sondern eine kleine Überraschung. Das ist 10 Jahre überstanden, das Jahr. Oh, nee, film doch nicht. Super, ja, und uns auch. Ja, danke. Alle schön. Von mir auch. Kleines Präsent. Wirklich klein. Oh Gott. Ja, danke schön. Doch keine Blumen, ne? Doch keine Blumen. Doch, ja, oh. Doch, die mussten sich davon selber holen. Ach Gott. Ja, danke schön. Und gut? Ja, gut. Fabelhaft. Hat sich doch gelohnt, oder? Guck mal. Ja, danke schön. Also ein Geschäft hier in Mündelheim zu führen, das lohnt sich. Wir haben 2 Blumengeschäfte bei uns in Mündelheim. Einmal eine Werbung in eigener Sache. Ihr kennt alle unseren Ortseingang und da steht dieses Banner gestellt. Da stehen dann immer die Veranstaltungshinweise der einzelnen Vereine und wir wissen immer, wann Schützenfest ist, wann das Feuerwehrfest ist und wann die Hauptversammlung von unserem Bürgerverein ist. Aber ihr habt auch gesehen, dass man dort auch privat werben kann. Zum Beispiel, wenn einer geheiratet hat. Liebe ist, bla bla bla, geheiratet hat, so und so, wir gratulieren, ne? Wer kennt das nicht hier, dieses berühmte erste Liebesbanner hier in Mündelheim mit dem Schnuffel? Ne? So was könnt ihr nachmachen, so was könnt ihr bei uns buchen für 100 Euro. Davon gehen 80 Euro für den Druck drauf und 20 Euro spendet ihr dann in der Wiesenkasse. Ne? Weil der Ortseingang, der muss ja auch top aussehen. Und ihr könnt mich einfach dazu anrufen unter der 01 72 24 36 3x4 oder einfach wie gewohnt eine kleine E-Mail an die redaktion@mündelheim.de. Ich verabschiede mich heute von Ihnen und bleiben Sie gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Mündelheim TV. Online-Fernsehen für Mündelheim. 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 Mündelheim, Mündelheim am Rhein.